Es ist der Tag der Tage, das Team of the Season steht heute Abend an. Wir haben aber davor noch 25 mal die 84 plus Player Picks, die wir sehen werden. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen zum nächsten Best of. Es geht endlich los, Jungs. Die Team of the Season Zeit beginnt heute Abend um 19 Uhr. Ihr könnt alles, was ihr aufgehoben habt, bei mir ziehen. Ich freue mich riesig drauf. Doch davor kam ja gestern Abend noch bis heute 19 Uhr, also macht unbedingt diesen Player Pick, das 84 plus Player Pick SBC Ding. Ihr wisst, was ich meine. Ja, 25 Leute haben sich dazu entschieden, das nicht zum Tots zu ziehen. Ich kann euch empfehlen, schließt sie ab. Öffne das ganze Ding 19:01 Uhr. Ich habe das den Jungs auch gesagt im Stream. Also, sie haben es trotzdem geöffnet, ja. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Aber sehr gerne auch, jetzt gerade zur Team of the Season Zeit, sehr gerne ein kostenloses Abonnement. Warum? Relativ simpel. Wir werden so viele geisteskranke Best-ofs hochladen zum Team of the Season. Von garantierten Team of the Season Packs, garantierten Player Picks und. Also wirklich Real Talk. Jeder zweite von euch, also du da draußen, hat den Kanal noch nicht abonniert, der das Video schaut. Unterstützt mich. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Best-of. Schreibt mir gerne rein, was ihr davon haltet, was ihr gezogen habt oder ob ihr es noch ziehen werdet. Let's go. Jungs, bevor wir aber reingehen in die ganzen Packs, nochmal für euch. Erstens, ja, ich kann laut schreien. Das bin ich halt. Und zweitens, Chat, ich habe euch ausdrücklich jetzt hier darauf hingewiesen, ich würde dieses Player-Pick erst zum Team of the Season ziehen. Wenn ihr das jetzt zieht und nichts Gutes rausbekommt, dann macht ihr das für meinen Content, für meine Unterstützung und ihr seid selber schuld. Kuss geht raus und damit gehen wir jetzt rein. Aufnahme, Aufnahme läuft und rein da. Ausrufezeichen, Schrei für lautes Organ. Und los. So, Männers, wir gehen rein. Wir haben gerade mal geguckt. Die SBC kostet ungefähr zwischen 30 und 35k. Bedeutet, laut aktuellem Stand SBC-Futtermäßig brauchen wir mindestens eine 88er-Karte, um hier Plus zu fahren. 84er, 85er, 86er, 87er liegen nicht im Bereich des Plus. Des Pluses wäre sozusagen ein Lose. Ja, alles, was über 88 ist, wäre ein Win. Damit ihr da Bescheid wisst. Vielleicht kommen auch Informs oder andere Special-Karten, ne? Wie zum Beispiel Bernardi-Inform. Da sehe ich sogar dann doch jemanden, der Win hat. Wenn mich nicht gerade täuscht, ich kann dann nochmal ganz kurz nachgucken, was die Leute kosten, ne? Die Team of the Week-Karten. Aber gerade Team of the Week-Karten sind halt nicht schlecht, gerade für Icon-SPCs. Ja, das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Ne? Icon-SPCs werden kommen. Dazu werden verschiedene andere Sachen kommen. Berade liegt bei 40k. Das ist in Ordnung. Big. Ist okay. So, zweiter Player-Pick. Oh! Wir ziehen eine erste Champions League. Man of the Match Karte. 86er Rating, das ist stark. Das ist die erste, die wir heute sehen. Nehmt mal mit. Nehmt mal definitiv mit. Chichi? Chichi? Der kostet 23k nur. Nein. Wirklich? Das, meine Freunde, war's komplett. Sah wenigstens schön aus, die Karte. Reden wir nicht drüber. Dritter Player Pick. Und da haben wir das Beispiel. 86er kosten leider gerade 22, 23k. Ist halt nicht das, was man haben möchte. Man muss halt vielleicht auch noch abwägen, dass viele von euch vielleicht 82er, 83er, 84er Android im Verein haben und das somit vielleicht ein Stück weit besser wird. Komm schon. Firmino, 29k ungefähr. Wenn du ein paar Androids abgegeben hast, okay, dann geht's noch vielleicht halbwegs fit. Aber ist ja eure Entscheidung und ich will euch da auch nicht reintreten. Wenn ihr jetzt Bock habt, habt ihr halt Bock. Passiert. Come on, Abfahrt ist angesagt. Es laggt ein bisschen und wir sehen zum zweiten Mal die 86er Karte, Champions League Karte von Guegui oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ja, 23k halt, ne? Komm schon, nächstes Player Pick oder nächster Player Pick. Und bis jetzt haben wir noch, bis auf Berardi Inform, keine Karte gehabt, kein Player Pick, der in Win war. Und das ist sehr, sehr schade. Duplikat Sommer. Schade, mein Lieber. Kuss geht raus. So, wir machen weiter mit dem nächsten Player-Pick und es wird ein zweiter Player-Pick, den wir endlich sehen mit dem 87-Plus-Spieler, mit Son. Aber auch hier, wir bleiben bei einem einzigen Player-Pick, der wirklich sich gelohnt hat. Ja, weil der einfach über die 35k geht, vom Preis her. Ja, bis jetzt noch nicht so optimal, muss man wirklich sagen. Oh, er schüttelt das Packlack, Jungs. Er schüttelt, 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 schüttelt. Bringt es was? Schöner Player-Pick. Also vom Rating her gut. Auch wenn es nicht optimal ist. Auch noch eine geile Special-Karte dabei. Aber sieht zumindest schöner aus, wenn du mehr, wenn du keine 384 oder so hast. Ja. Muss man auch sagen. Viel Spaß, Tobi.
So, nächster Player-Pick. Und das, meine Damen und Herren, habe ich damit gemeint, wie scheiße ein Player-Pick aussehen kann. Ein 85er. Real Talk, EA. So, er hat das zweite Pack. Sein erstes war ja Katastrophe und er... Oh! Dafür ist das zweite alles andere als Katastrophe. Dann ist das der zweite Player-Pick, wo wir Gewinn machen werden. 88er Kane und 88er Handanovic. Sehr, sehr nice. GG da. Definitiv in den Chat. Er hat keinen Verlust gemacht mit diesem Pack. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal sehr schön zu wissen. Ich guck nicht hin. Wir machen ja drei Pack, okay? Bereit? Ich hab R3 gedrückt, Chat. Ich hab wirklich, Chat. Ich hab wirklich R3 geklickt. Chat, ich hab wirklich R3 gedrückt. Abfahrt! Das Packlack wurde geschüttelt. Come on! Schütteln! Ja! Ja, Remchuk, 86er Inform. Stark, Kostenpunkt 36k, 35 kostet die SBC. 1k plus gemacht. Stark, du Maschine. So, wir gehen rein, come on. Schmutz. Kopf hoch, mein Lieber, Kopf hoch. Oh, es wird geschüttelt, das Pack, und... Oh, zwei 87er Champions League Karten sogar. Aber auch da kein 88er, ne? Auch kein 88er. Leider, leider, leider. Komm schon! Ja, Dybala! Oh mein Gott! Pick! Endlich! 3 84er und 88er. Wenigstens das. Wenigstens das. Wie geil das ist, dass jetzt mittlerweile die Player-Picks geschüttelt werden. Ne? Nicht gerührt. 2 87er. Di Maria und Navas. Okay. Nimmt mal mit. Let's go! Oh, 4 85er. Ernsthaft, EA? Come on! Come on, EA. Nur wenn ihr Bock drauf habt. Ja? Ich zwinge euch sowieso zu nichts. Come on. Und? Okay. Da ist er, Chat. Eddie, du kommst rein. Und da kommt direkt das gute Karma rüber in den Stream. Eddie, wie geht's dir, mein Lieber? Neymar ist da? Und da fragt ihr euch doch, was man ziehen kann aus den Packs. Das war halt einfach big. Es war halt einfach perfekt. Ahmed, ohne Scheiß, die ganze Zeit genervt. Ich hab ein Pack, ich hab ein Pack, ich hab ein Pack. Und jetzt kommt er dran. Und zack, Neymar. Kannst du nicht lernen, das Ding. GG, mein Lieber, GG. Okay, wir machen weiter. Nächster Player Pick, Suarez. Nach Neymar kommt Suarez. 87er, wie gesagt, ab 88 ist positiv. Halbwegs okay. Halbwegs okay. Komm schon. Oh, hallo Kanté. Ich hoffe, dich werde ich auch ziehen. Meinetwegen gerne als Tots, aber ich glaube, du kommst nicht als Tots. Egal. Zumindest bei den großen Ligen, ne? Nur bei den großen Ligen. Ah, Fabinho. Ich glaube, wie oft haben wir Fabinho jetzt schon gesehen? 200 Mal gefühlt. Ah, Fabinho, der hat Bock auf diese 84 plus Player Picks, muss man wirklich sagen, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sag's mal so, Varane kostet halt trotzdem nichts mehr, ne? Aber es ist halt eine OP-Karte. Ja. Also, sagen wir's mal so. Früher war's geil, jetzt mittlerweile. Wird er bei dem Team wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ich will was sehen. Ich will was sehen, Chat. Kulaschi. Er hat gefailt, das war's komplett. Er hat gefailt, so wie ich. Siehst du, Chat? Mir passiert das nicht nur. Nicht nur mir passiert das. Ja? Sag ich's mal so, wie es ist. Mal schauen, ob er das R3-Pack besser kann als ich. Modric? Ja. Ja. Geht besser. Cechi, gut bis jetzt. Und jetzt noch ein 89er? Schade. Okay. Ja, 87er. Wird halt ein kleiner Loose sein, aber naja, was willst du machen? Ja. Immerhin 87er und kein 86er, 85er, 84er. Man muss immer positiv denken, Jungs. Wichtig. Ja, das waren 25 Stück. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Erfahrungen zu dem Pack. Was sagt ihr von 1 bis 10? Wie gut waren sie? Und wollt ihr das morgen bzw. heute Abend bei mir im Stream ziehen? Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Eine sensationelle Team of the Season Saison 2021 in FIFA 21. Kuss geht raus, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.